Verletzte und Tränengas bei neuen Protesten in Hongkong. Diesmal in einem öffentlichen Park im Zentrum. In der Nähe residiert der Legislativrat der Sonderverwaltungszone Hongkong, die gesetzgebende Versammlung der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Die Polizei hatte der Kundgebung zugestimmt, nicht aber einem von den Veranstaltern geplanten Marsch. Die Demonstranten rannten in Deckung, als die Bereitschaftspolizei im Park auftauchte und gelbe Warnflaggen hisste. Die Botschaft, die Menge sollte sich zerstreuen, die Versammlung sei illegal. Seit gut 20 Jahren ist Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone unter Beibehaltung einer freien Marktwirtschaft und hoher innerer Autonomie. Anfang 2019 brachte die Regierung ein Gesetz ein, das Auslieferungen von Verdächtigen von Hongkong nach Festlandchina ermöglicht hätte. Dagegen hat sich seit Juni eine Protestbewegung formiert. Die Gesetzesvorlage wurde inzwischen zurückgezogen. Die Proteste gehen weiter.